Hallo meine Rambas! Ja, es ist wieder Zeit für ein Let's Play von World of Tanks und hier heute mit dem T110E5, dem schweren Panzer der USA und nicht nur einer davon sein. Wir haben einen ganzen Zug davon. Der hier vorne ist einer, hier drüben ist einer und er hier wird hier gespielt von CubeLol. Ich würde einfach mal CubeLol sagen als CubeLol. Ja, ich sage jetzt mal der CubeLol. Das klingt cooler. Spielt hier auf der Karte Winterhimmelsdorf und ja, Top-Tier in 10er, 9er, 8er Gefecht. Ich sag's immer wieder, ja, warum Top-Tier? Weil er auch in ein 8er, 7er Gefecht gekommen ist. Natürlich ist ein 10er immer Top-Tier, das ist mir bewusst, keine Sorge. So, und da jetzt hier mal die ganz klassische Art und Weise hier zu spielen. Das heißt, hier vorne wird erstmal in der Schlachter, Schnetzelgasse in der Schlachtergasse, gibt viele Namen für diese hier, wieder das Typische gemacht und zwar ordentlich sich auf die Mütze gegeben. Na, da ist weg, jetzt kommt der T-34 vielleicht nochmal vor. Oh ne, alter Schwede. So ein Jagdpanzer 100, der ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer. Na, Jagdpanzer hat geschossen. Jetzt hat er Zeit. Aber, nee, da ist er noch nicht so weit. Oh, da schade, da konnte er jetzt keinen Schaden für sich verbuchen. Aber hier, dann halt auf den Achter. Da geht's schon im Zweifel irgendwie. Einer steht schon im Cap, aber da ist ja noch einiges von seinem Team. Das geht schon. So, oh! Ja, Jagdpanzer. Ah, Loch. Ja, so ein Jagdpanzer, unangenehmster Gegner in dieser Gasse hier, den man sich so mitwünschen kann, neben dem Kinderwerfer. Jetzt kriegt der nächste eine von ihm. Ja, der Jagdpanzer, der muss weg. Hilft alles nichts, aber er hat jetzt Zeit. Ah, ich hätte eigentlich Zeit gehabt zum Aimen. Trotzdem aber noch ein bisschen ungeduldig. Jetzt lädt er Premium. Jetzt hat er nämlich keine Lust mehr auf den. Aber auch mit Premium muss man halt noch treffen. Und wenn es der T-34 ist, aber so halt nicht. Seine Jungs sind jetzt hier vorgefahren. Jetzt kriegt der nächste nochmal einen. Heide, nein. 2 zu 8 steht schon mittlerweile für den Gegner. Einer seiner Mates ist nun auch mittlerweile draufgegangen. So, der Jagdpanzer ist fast zerstört. Jetzt nimmt ihn der andere E5 raus. Und nun wird der T-34 auch endlich mal beschossen. Endlich mal im Sinne von, natürlich gab es schon den einen oder anderen. Ah, ja, neben Jagdpanzer da hinten, was habe ich gesagt, kann noch fast schlimmer sein, Kinderwerfer. Und was steht da hinten? Ein Kinderwerfer, ja. Der haut auch gerade schon ab. Lust aber keine mehr. So, dem eine draufgegeben und jetzt fährt er auf T-34 drauf. Ein VK auch noch vor ihm, aber scheinbar hat der T-34 Probleme, deswegen konzentrieren sie sich jetzt auf den Kinderwerfer, aber ja, hat halt nochmal eine bekommen. Jetzt mach ihn weg, genau. Hat er den Turm doof gedreht gehabt. T-34 scheint ein Crash to Desktop oder irgendwie sowas zu haben. Weil klassisch AFK war er ja nicht. So, jetzt ran an den E75 kuscheln. Jetzt den T-34 rausnehmen, ganz sinnvoll, bevor man hier einen rausnimmt, der dann einen, wenn er wieder zurückkommt, ins Heck zu schießen. Nein, jetzt hat er den seinen eigenen. Jetzt versteckt sich der. Was macht denn der E5? Also sein Freund, warum macht er denn den E75 nicht mit weg? Gibt's doch gar nicht. Ja, und jetzt nimmt den der ganz doof. Also was da der eigene E5 gemacht hat, warum er den E75 nicht mit rausgenommen hat, verstand ich gar nicht. Weil ja, der hat ihn dann natürlich ihn rausgenommen, ist ja logisch. Jetzt ist er auf jeden Fall alleine von seinem Zug. Da, warum schießt du denn nicht? Ach, weil du HE geladen hast. Naja. So. Eigentlich mit HE dem Panzer nicht auf die Wanne schießen. Immer oben auf den Helm.
Er ist natürlich ein bisschen angespannt. Oben drauf, oben drauf, oben. Da oben hat er halt nur ein Blech. Und unten ist es halt trotzdem die ganz normale Waffenträger. Die Panzer 4-Wanne. Also klar, sie ist auch nicht schwer, aber unnötiges Risiko. Wie gesagt, oben ist es wirklich nur so ein minimal Futzelchen Blech. Aber egal. Am Ende hat er ja jetzt den Kill gemacht. Von dem her halte ich die Schnauze und sage, gut gemacht. So, jetzt steht es plötzlich nur noch 11 zu 12. Okay, 11 zu 13. Der ist ein One-Shot. Okay, 11 zu 14. Also, jetzt hat er 4 Gegner. Eine Arti, einen 8er Heavy, einen 8er Medium und einen 7er Scout. Und er hat noch ganze 367 HP. Da kommt Freude auf. Die Jungs stehen im Cap. Mal schauen, ob sie durchcappen wollen oder ob sie ihn wirklich auch noch überraschen. Ah, immer nur noch einer im Cap. Also die Frage. Da. Auto-Aim. Und der D-Cap da. Ah, es dauert natürlich auch sehr, sehr lange, bis hier der Cap durchläuft. Also da hat er alle Zeit der Welt. So, jetzt kommt der T-54 daran. Ja, komm. Und jetzt nimmt er den raus, weil der Gegner den T-54er zerstört hat. Sehr gut. So, jetzt kann er sich den Bulldog schnappen. Na, und weg damit. Und jetzt nur noch in Anführungszeichen zwei Gegner. Aber eine Kuriosität, was da gerade war. Also schon ein sehr, sehr lustiges Spiel, muss ich sagen. Und da ist der T-32. Bäm! Aber lustig, auch hier. Der kommt um die Ecke, sieht den Panzer, was ihm zukommt, schmeißt die Bremse rein und wird dann rausgenommen. So, und jetzt lediglich die Arti noch im Spiel. Wow, war der knapp. Alter Verwalter. So, jetzt ein Kill noch, dann macht er den Krieger auch klar. Und der ist auf jeden Fall verdient. Vielleicht stellt er sich ja jetzt in Cap, um damit die Arti zu locken. Weil der nachzufahren über die ganze Map, allein schon, weil es die Badget-Arti ist, es fast gar nicht möglich. Also die haut ihm im Zweifel eher ab. Aber jetzt, was er jetzt macht, genau richtig. Stellt sich in den Cap. Entweder wird es ein Cap-Sieg oder die Arti kommt und er kann so nochmal einen draufsetzen, weil sie die cappen will. Und ihr seht es unten im Hitlock. Und das finde ich eigentlich das Lustigste. Er hat in den ganzen Spielen... Oh, da ist die Arti. Nein! Er hat in den ganzen Spielen nur zwei Hits bekommen. Das waren beides die TDs und er hat trotzdem nur noch 367 Schaden. Hitpoints. So, kommt die Arti da vorne jetzt rum? Nein, ja, da fährt er jetzt raus. Ich würde es einfach ganz kommen lassen. So, bis ich einen schönen Schuss habe. Aber scheinbar macht die Arti es jetzt auch nicht so clever, wie ich es mir erwartet hätte. Jep. Und da nimmt er auch die Arti raus, macht seinen Krieger klar. 8.941 Schaden, 4.260 geblockt. Wirklich eine super Runde. Und ich würde sagen, die war sehr nice zum Anschauen. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, eine ähnlich guten Erfolge. Bis bald, euer Alcaramba.